Hallo Leute, heute mal nicht mit einem Arena oder Duell gegen irgendwen anders. Nein, ganz simpel, einfach mal questen. Ich bin allerdings noch am Überlegen. Jäger würde ich eher spielen als Magier, Krieger eher als Paladin. Ja, und hier habe ich noch eine Paladin-Krieger. Ich denke, ich werde ein bisschen was mit dem Krieger machen. Bei meinem Krieger ist es aber so, der ist nicht auf Late Game oder sowas ausgelegt. Man sieht hier schon sehr viele mit. Ah, okay, das ist ja echt unschön. Ziemlich viele mit 2 Mana-Kosten. Recht viel mit, ja, Removal. Aber im Grunde genommen ist es ziemlich defensiv auch gleichzeitig. Hier 2x Schildblock dabei. Und, Argus dabei. Hier noch ein Tank. Ja. Und Blutschrei. Eigentlich eine der einzig geilen Karten, die ich überhaupt habe. Wie viele epische Karten habe ich überhaupt? Ja, nicht so viele irgendwie. Naja gut, darum soll es auch gar nicht gehen. Ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwie interessante Gegner, so wie beim letzten Mal, die einem wirklich alles um die Ohren hauen. Ich hatte einen Hexer, der hat Karten gespielt, die ich noch nie gesehen habe. Und jedes Mal, wenn ich dachte, ja, jetzt bin ich so beim Berg, jetzt habe ich mich wieder aus den tiefsten Tiefen hochgearbeitet, dann kam auf einmal ein schwarzes Loch oder wie das hieß, hat schon wieder alles zerstört und vernichtet den Gegner. Halt euch um 6 oder so ein Schwachsinn, alles Mögliche. Dann kam noch Lord Jaraxxus und boah. Ja. Da denkt man sich auch, alles klar. Pay to win oder sonst was. Einige Karten sind echt pervers. Ja, ich hab's so gewollt. Ja, auf alle Fälle die feurige Kriegsaxt. Das ist ein Must-Have für den zweiten Zug. Wutanfall, ja. Na, ist klar. Plus 2 Angriffe für meine Waffe. Allerdings bin ich am Überlegen. Also, den brauche ich jetzt noch nicht. Wirbelwind. Was gibt es denn für Einser-Karten, die so ein Mage häufig spielt? In Mana-Würm, Loot-Horderer. Ne, Mana-Würm hat 1-3, genau. Ach komm, das nehme ich so mit. Argus hätte ich jetzt nicht unbedingt so gebraucht. Aber egal. Wenn er den Mana-Würm spielt, okay, tut er nicht. Alles klar. Ganz höflich, förmlich erstmal begrüßen. Wie im echten Leben auch, wenn man so als Krieger einem Magier gegenübersteht. Arschloch. Sagt mir gar nicht Hallo. Der wäre im nächsten Zug sofort tot. Ich fress lieber die 2 Schaden. Maximal 3. Und hoffe, dass er jetzt noch was spielt, wodurch sich mein Wirbelwind lohnt. Ja, yep, jetzt lohnt sich mein Wirbelwind. Moment. Erst spielen wir den. Na gut, er hat einen Schaden erlitten, aber das ist ja egal. Er muss noch irgendwas dagegen schmeißen, ob es Arkane Geschosse ist. Eine Arkane Explosion, was ein bisschen dämlich wäre. Ein Frostblitz ist auch nicht die schlauste Wahl. Ja, das ist nicht Top-Deck-Luck. Aber das ist interessant, der Magier, der geht typisch, also der spielt die typischen Mobs. Icewind Dete hat er mit Sicherheit auch 2-mal drin. Den Erntegolem, ganz klare Sache. Er hat, oh, hat er wahrscheinlich auch 2-mal den Kleriker drin. Oder die wie heißt sie? Blutelfenklerik? Nee. Die einen anderen Mob plus 1-1 gibt. Der Kampfschrei zählt, glaube ich, nicht, wenn er mir den jetzt spiegelt. Ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal. Obwohl ein Argus würde ihm nichts bringen, aber das ist mit Sicherheit eh zerstäuben.
Sprich, dann wäre das extrem gewastet. Ich mach's wie folgt. Okay. Kopie. Ja, Spiegel gestellt. Das ist mit Sicherheit jetzt zerstäuben. Was wäre schlauer? Wenn ich mit ihm angreife, ist er definitiv tot. Wenn ich direkt angreife, ist er tot und im nächsten Zug der. Komm, was soll's. Alles klar, doch nicht. Ich hätte vielleicht doch Toben spielen sollen. Aber egal. Mit dem Frostblitz wäre das Viech dann trotzdem weg gewesen. Wenn es nicht zerstäuben ist. Was hat ein Magier denn noch so Nettes? Eisblock? Eis... Nee, doch Rüstung oder wie sie heißt. Aber warum sollte er jetzt schon Eisblock spielen? Boah, das war fies. Oh, damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Ein Wirbelwind wäre jetzt echt dumm. Oh, das ist echt scheiße gelaufen. Dreckiger Mage. Ich könnte mal einen Schildblock gebrauchen. Miese Brise. Oha. Alles klärchen. Ich rieche ein Spalten. Nee, Spalten setze ich jetzt nicht ein. So. Jetzt hätte ich gern bitte den Schildblock. So, jetzt kann nur noch ein Feuerball den Kerl klatschen, weil er beide Frostblitze rausgehauen hat. Ach Quatsch, Frostblitze, Frost. Hieß das Frostblitz? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist eigentlich peinlich. Für das man selber viel WoW gespielt hat. Nee, Frostblitz ist das nicht. Da müsste. Doch, Frostblitz. Boah! Dein Ernst? Ernsthaft? Die Karte habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe so wenig Epics. Vielleicht eine Handvoll. Eure Magie wird euch nicht retten. Wo ist mein Schildblock, wenn ich nochmal brauche? Also ich könnte das Feld clearen. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Zurück an die Arbeit. Also da habe ich mich jetzt gerade gegen entschieden, weil ich meine, er hat noch 9 HP. Selbst wenn ich, wenn jetzt mein ganzes Feld leer ist, kann ich trotzdem mit hier Blutschrei. Okay, doch nicht. Okay. Rüstung, die passt. Rüstung, die passt. Das hättest du ja wohl gerne. Es ist definitiv jetzt wirklich mal ein Zerstäuben, oder? Ich gehe davon aus, dass das Zerstäuben ist. Deswegen klatsche ich den lieber mal mit Gorehall weg. Ich greife aber nicht an. Ich will mit der Einser angreifen. Die müsste mir jetzt schon einfrieren.
Oh, fuck. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Wenn das Rüstung... Hä? Komisch. Hä? Okay. Eisblock. Boah, jetzt fail ich aber auch gerade. Ich finde das erstaunlich. Ein Mage ohne Zerstäuben? Danke. Habe ich nicht einen heldenhaften Stoß drin? Ich hätte gerne einen heldenhaften Stoß. Ich ziehe erstmal eine Karte. Wow. Ich hätte erst angreifen sollen. Ach, das sind immer diese Reihenfolgenfehler. Jetzt noch ein bisschen provozieren. Ich werde euch vernichten. Und jetzt ist der Top getopdeckt. Er kann Intelligenz. Nein, hat sie nicht. Alles klärchen. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der Mage doch solche fiesen Karten dabei hat. Eisblock habe ich vielleicht zweimal gegen von einem Mage gesehen. Genauso wie den Dingsbums-Manipulator. Also den sehe ich eigentlich immer nur in Streams. Also gegen mich wurde der eigentlich nie gespielt. In Arena hatte ich den einmal. Aber ansonsten hören meine Begegnungen mit dieser Karte auf. Rexa. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier wieder ein pushendes Deck ist. Wirbelwind immer nice, Jäger hat viele Einserkarten. Selbst wenn es sogar ein Murloc-gemischtes Deck sein könnte. Lockerflockig kann ich damit mal eben das Feld clearen. So halb zumindest. Nochmal eine extra Waffe dabei. Schildblock an sich nicht schlecht. Um der ganzen Sache ein bisschen Speed rauszunehmen. Ja, ich denke, so nehme ich das mit. Grüße, Grüße. Den habe ich zweimal im Deck und ich habe den irgendwie. Ich spiele ihn nie. Ich krieg den einfach irgendwie nicht. Ah, eine feurige Kriegsachs wäre jetzt nice gewesen. Was kostet 2? Eine Eiskältefalle, glaube ich. Fuck. Wenn es eine Eiskältefalle ist, spiele ich erstmal die hier. Scharf schießen, oh. Das war fies. Im nächsten Zug habe ich 4. Mit 1 bringt mir nicht viel. Verwahre ich mir das lieber. Ach ja, komm mir auf. Ist, aber das ist kein Wildtier, ist ein Humanoid. Ne, ist noch nicht mal gelistet, okay. Aber ich werde das erstmal so regeln. Dass alle immer diesen Yeti spielen. Ich meine, der ist auch richtig stark für eine Viererkarte. 4, 5. Damit beißt man sich irgendwie so ein bisschen. Oder an dem beißt man sich irgendwie die Zähne aus. Weil er halt nun mal verdammt viel HP hat. Ich meine, so viele Karten gibt es, die einfach 4 Schaden fahren. Alleine beim Hexenmeister jetzt zum Beispiel. Und da hat er immer noch 1 HP übrig. Und das ist einfach ein dickes Problem. So, wie kann ich das jetzt in the most sexiest way machen? Gar nicht. Obwohl, 3, 6, fuck, nee, habe ich nicht genug für Wirbelwind. Das Problem ist, er ist ein Wildtier. Er könnte noch gebufft werden.
Ich denke, so fahre ich ganz gut. Ja, das weiß ich auch nicht. Habe ich hinrichten? Fuck. Okay, das ist jetzt echt gay. Einen Tank habe ich auch nicht dabei. Gorehall könnte ich jetzt spielen. Boah, dann fresse ich 10 Damage im nächsten Zug. Huhuhu. Aber egal, das muss jetzt sein. Ich habe eigentlich immer Hinrichten auf der Hand. Das wundert mich, dass ich kein Hinrichten jetzt gerade habe. Einmal habe ich es weggeschmissen, klar, aber... trotzdem. Hinrichten, ich meine Hinrichten. Hat man doch immer irgendwie noch in der Tasche. Durch den Akolyten kann ich jetzt gleich 2 Karten ziehen. Aber eigentlich brauche ich keine 2 Karten. Wenn er ein Wildtier spielt, mit Ansturm und hier, ne, Befehlsdings da, Kill Command, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Da bin ich definitiv am Sack. Das Viech kann ich so wegsnacken, sind 3 Damage. Was jetzt? Ich glaube, ich spiele das so mit dem Akolyten, so wie ich es mir gedacht habe. Ach nee, fuck, dann bin ich tot. Gut gespielt. Halt die Backe. Ja, komm, ich mach's so. Das wundert mich, ein Jäger, der wirklich auch so stark mir was aufs Feld setzt. Ist noch ein Arcana-Schuss hinterher oder was will er mir jetzt noch schicken? Sowas von low. Jetzt was zum Heilen hätte, oder? Ich habe nicht genug, werde euch vernichten. Auf in die Bresche. Look da, Ogre. Ich werde euch vernichten. Ich werde euch vernichten. Ich werde dich vernichten. Gut gespielt. Richtig dreckig war das. Nochmal, jetzt bin ich enttäuscht. Also, pfff. Nee. Das war nicht gut gespielt. Also, von mir war es nicht gut gespielt und von ihm schon mal gar nicht. Ich hätte nur meinen Hinrichten gebraucht. Da hätte ich einfach Wirbelwind, schnack, zack, den dicken Ogre weg, hätte ich 6 Damage weniger gehabt. Alles kein Thema gewesen. Dann hätte ich mit der... Ich glaube, ich hatte noch die 2er-Waffe in der Hand. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nämlich noch sein Yeti weggeklatscht. Oh yes, Schurke. Traurig aber war, die Klasse ist irgendwie nie wirklich gefährlich. Außer die hat wirklich richtig geile Combo-Cards. So die typischen, die man einfach braucht. Zerschmettern. Ich glaube, die behalte ich mal. Ja, ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Am Anfang wird wahrscheinlich sowieso Coin, Rädelsführer, 2 aufs Feld kommen. Grüße. Ich werde euer Tor. Oh. Danke. Rüstung, die passt. Erstmal Rüstung, die passt. Dabei hat sich keine an. Die schmiedet sie aber, okay. Da 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 da.
Voice of den Akolyten und den Dingsums-Berserker. Dann Wirbelwind. Dead Value. Frost Arrow. Mhm. Spielt entweder Ash bei League of Legends oder gerne bei Diablo Elementarfall mit Frostfall. Oder mit Elementarschuss? Nee, wie heißt es doch? Elementarfall? Ach, ich weiß es gerade nicht genau. Spiele ich auf jeden Fall mit meinem Demon Hunter auch bei Diablo. Aber wir sind hier bei Hearthstone und nicht bei Diablo. Oh, fuck no, wie kannst du nur? Das hat aber auch lange gedauert jetzt hier. Den Kerl hier, den habe ich übrigens letztlich noch für eine Quest bei WoW gesehen. In der brennenden Steppe ist er unterwegs, meine ich. Mhm, aha, oho, oho. Klärt die einfach mal mein Board. Fiese Sache. Ich hätte leider, oder ich hätte lieber gerne, langsam, ich hätte gerne mehr jetzt aus den beiden herausgeholt. Mehr Rüstung und vor allem mehr Karten hier. Wie man sieht, ich habe relativ viele Karten, viele Waffen im Deck. Zwei mehr die vorige Kriegsaxt, einmal nur den Arkanitschnitter, weil ich auch noch Gorehaul drin habe und dann habe ich die hier noch dabei. Heißt, im Großen und Ganzen habe ich 5 Waffen im Deck. Weswegen ich auch zweimal Schildblock drin habe, weil man ja selbst viel mit seinen HP dann tradet. Was das gerade eben für ein Match war, gegen den Hunter, habe ich auch nicht verstanden. Und der Mage, der war auch schon ziemlich aggressiv. Normalerweise habe ich grundsätzlich über 30 Hit, also Hitpoints, ja doch Hitpoints. Also HP unter 30, irgendwas ist ja normal, aber dann noch ziemlich viel Rüstung obendrauf. Weil eigentlich ist es nicht der Fall, dass man immer direkt mein Board hier klärt. Das kotzt mich an. Hier, mach mal deinen Zug zu Ende, du Affe. Immer diese Menschen, die das vergessen. Passiert mir natürlich nie. Danke. Wirbelwind habe ich auf dem Feld. Ja, macht doch nichts. Ich verzeih dir. Ja. Ja, ja, alles klar. Nächsten Zug, wenn nötig, spiele ich die vorherige Kriegsaxt. Tja, wie gefällt euch das, hm? Ja, sauber. Darauf habe ich spekuliert. Denn dadurch nimmst du mir keineswegs irgendwie Wind aus. Ah, ne, die Kriegsaxt spiele ich noch nicht. Die kann ich gleich gebrauchen. Ich gehe nämlich immer davon aus, dass ein Gegner, auch wenn es verdammt selten ist, das Säurevieh im Deck hat. Und das passiert mir so häufig irgendwie. Vor allem gegen Schurken. Und vor allem in Arena. Das nimmt sonst nie einer mit, das Viech. Oh ja, ich pass auf. Ja, das hat dir jetzt ungefähr nichts gebracht. Ich ziehe jetzt nämlich eine Karte und klatsche ein Viech kaputt. Jetzt muss ich kurz rechnen. Ah, fuck. Mit Klingenwirbel könnte das was werden. Ach, egal. Ich spiele es jetzt einfach so. Nein! Oh! Ich bin aber auch ein Spast manchmal. Das ist jetzt ein ganzer Damage-Punkt, der ihm hier fehlt. Nächsten Zug ist er tot, wenn ich Wirbelwind spiele. Ich kann sogar zweimal Wirbelwind spielen, dann ist er doppelt tot. Jetzt nochmal eben ein bisschen provozieren hier. Ja, jetzt kann er nicht mehr Klingenwirbel spielen. Dann wird es zu rendern. Alleine hier auf dem Feld. Ja.
Easy peasy, locker flockig. Ja, Schuck ist schwer, da braucht man noch ein bisschen Card Draw Lock. Und vor allem braucht man viele Karten, mit denen man zieht. Aber davon habe ich ja nichts gesehen hier bei ihr hier gerade, außer das Murloc-Ding. Sieg des Paladin und Paladins oder Priesters, ey, das passt ja wie Arsch auf Eimer hier. Gerade mit Krieger und jetzt mit Paladin. Ja, alles klar, ich habe jetzt 120. Arena habe ich derzeit noch was am Laufen, aber das war so schlecht, das wollte ich gar nicht weiter aufnehmen. Magier-Deck, wo ich echt hätte weinen können, weil ich nur 5 Karten bekommen habe, 5 Zauber. Und ja, deswegen kaufe ich mir jetzt einfach mal ein Pack, um, keine Ahnung, mein Gold mal sinnvoll zu nutzen. Nein, Arena lohnt sich immer eher. So. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Egal, es gibt ein bisschen Staub. Dann kann ich mir natürlich wieder Karten erstellen, die ich gerne haben möchte. Ja, 2 hatte ich schon mehr als 2-mal, alles klar. Ja gut, ich denke, das war's dann auch erstmal für heute. Die letzte Folge war ja ziemlich kurz, weil ich... Deswegen? Ach ja, genau. Ich habe erst letzte Woche mein PC wieder abgeholt. Der stand halt noch bei Benedikt. Ich bin schon wieder zu Hause gewesen. Und ja, jetzt bin ich halt wie gehabt derzeit wieder zu Hause. Von daher kann ich jetzt eigentlich auch weiter regelmäßig was bringen. Nur ich bin halt noch andersweitig halt privat Familiendinge beschäftigt. Von daher wird das irgendwie nicht so richtig mit Semesterferien. Aber gut, falls nichts kommen sollte, wird trotzdem irgendwie noch Ersatz kommen. Hat man ja häufiger gesehen. Benedikt hat nochmal was hochgeladen gehabt. Danke erstmal dafür. Ja, ich würde sagen, das wäre es erstmal mit Hearthstone und also für diese Folge. Ich kann schon mal sagen, in nächster Zeit wird sich ziemlich viel verändern. Was heißt verändern? Da wird noch ziemlich viel dazukommen. Wir haben unheimliches Potenzial an Leuten, die hier mitmachen, beziehungsweise mitmachen wollen, die auch eigentlich nur in den Startlöchern stehen und vor allem Leute, die richtig Potenzial in jeder Hinsicht haben. Ich sag nur, lasst euch überraschen, ihr habt schon den Trailer von Hellspawn gesehen, hoffe ich zumindest, wenn nicht, dann guckt ihn euch an. Und das wird noch genial, ich kann es euch versprechen. Aber das wär's jetzt auch davon, ich drifte nämlich schon wieder ab. Ich sag, bis zum nächsten Mal, haut da rein, Jungs und Mädels, bis denn.